Die Halle ist da. Anderthalb Minuten vor Schluss. Schönes Zuspiel. Knäule jetzt. Boah, schöner Background-Pass. Und ja, da steht Krešimir Kučina da und macht ihn rein. Ah, was für ein Anspiel von Knäule. Mega! Also da sieht man, dass die schon ein, zwei Tage zusammenspielen. Boah, okay. Na! No! Was für eine Parade! Wahnsinn. Red mal über, das war über eine unglaubliche Parade. Das muss in jede Highlights. Die beiden Kreisläufer eine gute Sperre stellen können, weil sowohl Guardiola als auch Brosch haben ordentlich Körper. Boah, geiles 1 gegen 1. Der war aber auch wichtig. Tim Knäule, der Senior, wenn mich nicht alles irrt, 37 Jahre alt. Zeigt er den Lemgoer Jungspund noch mal was, wie man richtig gutes 1-1 spielt. Absolut. Jawohl. Wechsel bei Frisch auf Göppingen. Redmann nicht mehr dabei, aber erstmal sehen wir hier ein wunderbar rausgespieltes. Ganz, ganz stark gemacht. Tor. Till Herrmann wird in Szene gesetzt und der hat jetzt eine 100%-Quote, seitdem er drin ist. Ja, also ich glaube, Lemgo hat nicht einen Rückraum, also naja, nicht viele Rückraumtore gemacht aus der zweiten Reihe. Da war mal 1-2 von Fastein und Hutecek dabei, aber ansonsten. Boah, wieder Marin Sego. Ganz starke Parade. Letzten 30 Sekunden laufen. Jetzt bin ich gespannt. Zeitspiel angezeigt. Und der geht auch noch rein. Da funktioniert natürlich jetzt Marat, alles. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Aber geil von Göppingen, wirklich. Also sich in so ein Spiel nochmal so reinzukämpfen hier in den letzten Minuten. Die Crunch-Time so an sich zu reißen. Ja. Wirklich brutal gut.